So, hallo YouTube und willkommen im dritten Spiel für die Turnierlisten, die ja im Voting zur Auswahl stehen. Diesmal spiele ich wieder auf der rechten Seite, spiele die Atani Boys gegen die Imperial Veteranen und hier ist jetzt so ein bisschen die Überlegung, die beiden Flanken mit den Hindernissen etwas abzublocken, um halt zu vermeiden, dass mir die Veteranen in die Seite fallen und ich mit dem Schwarm so sehr konzentriert frontal engagen kann. Deshalb auch links und rechts die beiden Hindernisse hingestellt, eins nochmal nach links gestellt, um da die Flanke stärker zu schützen. Jetzt haben wir ein sehr gedrubbeltes Feld in der Mitte, aber ich kann ja zuerst aufstellen und damit habe ich die Wahl, wo ich dem Gegner begegnen möchte. Ich stelle den Schwarm erstmal links in die Ecke zwei auf und dann zwei relativ mittig auf. So vermeide ich auf jeden Fall, dass er sich selber links also unten aufstellt, auf seiner Seite rechts. Er wird der Gewohnheit gegenüber aufstellen, also das sieht man glaube ich auf den meisten Turnieren auch immer, dass man sich so schräg gegenüber aufstellt. Und die ersten Runden beginnen und mein Plan ist jetzt halt durchs Hindernisfeld hindurch versuchen zu ihn zu engagieren. Das heißt, die beiden untersten Flieger werden recht schnell geradeaus fliegen, um dann ins Feld hineinzubanken, während die beiden anderen Flieger erstmal ein bisschen langsamer fliegen. Bei dem G1A hier bin ich gerade ausgeflogen. Der Kirax bankt nach außen, also nach unten, um dann in der Ecke gleich zu fliegen. Der G1A hätte das auch machen sollen. Wieso, wird sich gleich zeigen. Aber da auch wieder, wie im letzten Video schon gesagt, wenn diese Liste die Wahl, also eure Wahl sein wird, werde ich sie deutlich mehr spielen, damit ich definitiv sie drin habe und genau weiß, was ich damit zu tun habe. Ich habe die Liste schon ab und zu geflogen, also ganz schlecht werde ich jetzt nicht mit der, glaube ich, spielen, aber da ist so eine Sache, das habe ich vorher auch nicht so abgeschätzt, aber im Nachhinein gesehen, da ein Einserbank links zu fliegen wäre besser gewesen, um halt auch mit der eine Ecke zu fliegen. Egal, Runde 1, die Imperialen haben sich nicht gerade erwartet in das Asteroidenfeld reingerollt quasi, kommt mir aber sehr entgegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich fliege mit den beiden unteren Fliegern deshalb jetzt die voran geplante Bank. Der erste gibt Fokus an alle ab. Der zweite fliegt eine Ecke, um dort durch die Hindernisse hindurch schon mal zu manövrieren. Ich muss ja ein bisschen vorausplanen, wo meine Schiffe landen werden, damit ich später nicht zu sehr in mich selber reinbumpe. Der nächste fliegt, nimmt eine Evade. Der letzte fliegt, nimmt noch Fokus. Und jetzt warte ich erstmal ab, wo er hinfliegt. Kanor möchte gleich nicht durch den Stein fliegen, rollt deshalb nach außen. Möglichst platziert sich sehr weit nach hinten. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, wo ich natürlich mich hinsetze wegen dem Traktorbeam. Die G1A sind da eigentlich sehr gefundene Fressen für. Und genau da ist jetzt der Punkt, warum es nicht so geil war, den einen G1A geradeaus fliegen zu lassen, sondern es besser gewesen wäre, ihn banken zu lassen. Einmal hat da der Bomber sehr viel Glück, so gerade irgendwie auf Berührung noch in Reichweite zu sein, um die Zielerfassung zu nehmen. Und zum anderen steht der G1A jetzt halt wirklich allein im Engage. Die ganzen anderen sind noch nicht nah genug dran, um zu schießen. Hätte ich einen Bank zur Seite gemacht und dann eine Ecke, würde er jetzt knapp über dem Kirax stehen und somit wäre der Engage bei weitem nicht so wild gewesen. So verliert der G1A jetzt schon die ersten Schilde. Die Wendigkeit hat halt, glaube ich, nee, die Wendigkeit konnte ich vermeiden, die zu verlieren. Den Traktorbeam habe ich mit Evade und Fokus abwehren können. Aber er kriegt trotzdem Schaden und da sind schon drei Schadenskarten drauf, ich weiß gerade nicht, genau, die offene Schadenskarte war, dass alle bei mir Stress bekommen, was natürlich für Atani Boys echt blöd ist, weil, also, ne, wenn einer Stress kriegt, kriegen alle Stress, aber in der aktuellen Situation nicht weiter dramatisch, da ich jetzt sowieso relativ viele grüne Manöver fliegen kann. Und genau das macht jetzt auch der G1A, der wird jetzt gleich grün fliegen, und zwar einen grünen Bank nach rechts, also ich rede von dem G1A ganz oben im Bild, der versucht jetzt Kanor zu blocken. Der zweite G1A und der Kirax auf der rechten Seite werden jetzt dann langsam reinbanken. Also der G1A kann 3 geradeaus grün fliegen, der Kirax kann 1er Bank fliegen, das bei dem grün. Und der zweite Kirax fliegt dann eher geradeaus oder Bank. Ich glaube, ich habe mich dafür ein Bank entschieden, um auch den Stress loszuwerden und dann am Ende alle mit Fokus zu versorgen. Genau, der Crit. Also ein Crit war, ich habe zwei bekommen, weil alle kriegen Stress. Der zweite war, ich kann keine Aktion ausführen, außer die auf Schadenskarten. Das war ein bisschen blöd. Eigentlich wollte ich mit dem den Fokus für alle ansagen. Musste ich jetzt so rumlösen, ist aber immer noch in Ordnung. Vashuri an der Stelle schaut an allen meinen oberen drei Schiffen vorbei. Das ist sehr gut für mich.
Hier ist der Bomber nicht in Reichweite für den Kirax, das heißt, Vessories Fähigkeit konnte ich für diese Runde quasi vermeiden. Und Carnot Jax zu meinem Glück bummt wirklich rein. Also, das ist jetzt eine Runde, die eher gut für mich erstmal aussieht. Jetzt sind wir auf die Angriffswürfe gespannt. Carnot Jax macht einen Schuss, weiche ich allerdings aus. Hier kommt jetzt Traktor Beam, trifft allerdings nicht, auch Schwein gehabt, denn sonst wäre der Kirax jetzt geradeaus auf dem Stein gelandet. Der Primärwaffen. Schuss hinterher, ich weiß nicht, warum der jetzt. Ach, genau, das ist jetzt näher, das ist jetzt der Torpedo auf den GA1A. Primärwaffenschuss von Vessery war anscheinend schon. Ah, das ist jetzt der Torpedo, genau. Drückt einen Schaden auf den GA1A, der hat wieder einen Crit bekommen, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Sieht nach einem Double Hit aus. In Retour schieße ich ihm Carnot Jax ab und zwar direkt One-Shot, das war sehr glücklich. Und schießt ihm schon mal Schaden auf den Bomber. Da ist auch ein Crit drauf gelandet. Der war, glaube ich, er kriegt weiteren Schaden, wenn er zur Überschneidung kommt. Jetzt heißt es eindrehen und weiter bearbeiten. Und da ist jetzt die große Frage, wo fliege ich jetzt mit dem unteren Kirax hin? Der GA1A in der Mitte kann die 1er Ecke fliegen, dadurch kriegen alle Stress. Der Kirax daneben kann auch eine 1er Ecke fliegen, das sollte er vorher tun, es ist weiß. Hat er eine Aktion. Der oben der G1A kann dann erstmal grün fliegen, um dann alle mit Fokus zu versorgen beispielsweise. Und der Kirax unten, da ist halt das große Problem. Ich weiß nicht genau, was ich mit dem fliegen soll. Hab mich dazu entschieden, mit dem eine 1er Ecke links zu fliegen, am Stein vorbei. Und damit den 4er U-Turn von Vessery abzublocken. Denn den halte ich für sehr wahrscheinlich gerade, dass der kommen wird, um halt sich weiter den Zielen zuzuwenden, die er schon bearbeitet hat. Hier die beiden Einser Ecken im Mittelfeld. Alle kriegen Stress. Der Kirax ganz unten hat halt einen Tagelok schon mal vorbereitend genommen, denn da rechne ich nicht damit, stark beschossen zu werden. Und den Fokus kriege ich ja noch aus einer anderen Quelle. Jetzt der Bomber hat sich natürlich langsam vorbewegt, hat jetzt natürlich die Wahl, was entweder Zielerfassung auf den Kirax und den zweiten Torpedo loswerden. Nee, Quatsch, der hat ja schon zwei Torpedos abgeschossen, hätte dann normal schießen können, hat er auch quasi gemacht. War nicht weiter wild, er ist lieber auf Distanz gerollt von dem G1A und dem Kirax. Bekommt weiter Schaden, ist aber noch nicht zerstört, ein Double Hit ist zwar dazwischen. Und er weicht den zweiten Schuss aus. Dadurch bleibt er noch im Spiel, ist aber so angeschlagen, dass ich den auch recht schnell bearbeiten können sollte. Momentan also recht gute Situation für die Atani Boys. Hier und da allerdings noch Schaden. Wie gesagt, der eine geht jetzt auf einen Lebenspunkt runter, der andere auf drei Lebenspunkte runter mit dem Crit drauf. Ich weiß immer noch nicht, was es war. Tut mir leid, dass ich das jetzt auch gar nicht parat habe. Der GA1A macht einfach einen U-Turn. Die anderen sind ja eh schon gestresst. Die fliegen dann jetzt grüne Manöver. Der nimmt den Fokus. Oh, ne, nimmt den Evade tatsächlich, glaube ich. Der nächste nimmt eine Zielerfassung auf den Bomber und dieser Kirax fliegt dann 1er Bank und der nimmt dann den Fokus für alle. Der Bomber fliegt dazwischen, prallt nirgendwo gegen, kann aber auch nicht rollen und hat selber auch keinen Schuss großartig. Das ist eine sehr gute Situation für mich. Der Defender andererseits kann diesmal seinen U-Turn durchführen, nimmt einen Fokus und hat ja jetzt das gesponserte Target Lock von dem Bomber. Und dreht mir damit den G1A auf den Stein, wodurch der Bomber jetzt doch wieder schießen kann. Deshalb da diese Traktor-Beam-Kombo sehr stark, sehr gut. Primärwaffe setzt er jetzt auf den Kirax, in der Hoffnung, dass der Bomber den G1A finishen wird. Ah, genau, der Crit war ein Double Damage, hatte ich vorhin auch schon erwähnt. Genau, der G1A hatte nur einen Lebenspunkt und durch den Crackshot, den Tormax ja immer nutzen kann, ist der G1A abgeschossen. Ich versuche zurück auf den Bomber zu schießen und das gelingt mir. So konnte ich mich wenigstens da etwas rächen. Und jetzt muss ich gucken, dass ich mit einem vollen Kirax, einem angeschlagenen Kirax, also der hat nur das Schild verloren, und einem fast kaputten G1A mich dem Vessery zuwende. Und das ist jetzt richtig tricky. Dieser Traktor-Beam kommt einfach immer vor mir. Deshalb, ich fliege den U-Turn mit dem Kirax. Der andere bankt rein, in der Hoffnung, vielleicht Vessery irgendwie zu blocken. Hätte einen stärkeren Blank fliegen sollen, müssen können. Ist da ein bisschen situativ und schwierig. Er steht jetzt natürlich in Range 1 vor mir, feuert, kriegt den Traktorbeam hin, kann mich wieder auf den Stein stellen. Ich kriege auch konsequent von jedem Stein ständig den Schaden.
Kann deshalb nicht gleich zurückschießen. Primärwaffe hinterher. Kriege aber einen extra Würfel, meine ich eigentlich durchs Hindernis. Weiß nicht, ob ich den geworfen habe. Bekomme weiter Schaden. Noch lebe ich allerdings. Versuche dann hier auf Vessery zu schießen mit Zielerfassung und Fokus. Aber auch da wird leicht ausgewichen. Wobei, wenn ich hier richtig auf die Karte gucke, hat Vessery keine Schilde mehr. Also viel hat er nicht mehr. Da müsste was zu machen sein. Weitere Runde. Der Gengens A oben momentan zum Fokus-Dispenser degradiert. Wird einfach nur angenehme Manöver fliegen, grüne Manöver oder irgendwie was, um auf jeden Fall den Fokus für die anderen beiden zu sponsern. Der Kirax, der auf dem Stein steht, hat momentan keinen Stress, wird also folglich jetzt einen U-Turn fliegen. Bekommt Stress, dadurch kriegt der Gier als A-Stress, ist egal, der fliegt ein grünes Manöver, gibt dann den Fokus für alle und der letzte fliegt dann auch wieder ein grünes Manöver. Nimmt eine Target Lock und Vessery fliegt diesmal kein U-Turn oder ein langsames Manöver, sondern ein recht schnelles Manöver geradeaus. Und jetzt macht er die Fassrolle, versucht da meinem Feuerwinkel zu entkommen, steht dann direkt vom Stein, aber ich glaube, dass er es sogar schafft, aus dem Feuerwinkel rauszukommen, deshalb diese Runde kein Schuss, gut von ihm. Nächste Runde, ich schaffe es leider nicht, mehrere Kiraxe gleichzeitig schießen zu lassen oder mehrere Schiffe generell. Der Gengens A wird weiter in die Ferne fliegen, denn mit dem einen Lebenspunkt braucht er sich Vessery gar nicht erst stellen. Also muss ich gucken, was machen die beiden anderen G1As. Da habe ich jetzt einen riesen Denkfehler auch drin. Ich habe den G1A links in eine Ecke fliegen lassen und habe ganz vergessen, dass Vessery ja nach mir fliegt. Und deshalb knalle ich ihm einfach mal voll in den Rücken. Da fällt es mir gerade auf, denke mir, shit. Und muss es durchführen. Nicht ganz optimal, aber zum Glück, Atani Boys, er kriegt da trotzdem irgendwo seinen Fokus her. Ich wollte ihm eigentlich einen zweiten Fokus noch verpassen. Ist jetzt nicht der Fall, aber ist kein Ende der Welt. Vessery feuert mit dem Traktorbeam durch ein Hindernis, trifft ihn nicht. Na, oder war es schon direkt die Primärwaffe? Ich feuere auf jeden Fall zurück, kann ihm eine offene Schadenskarte verpassen. Das ist jetzt auch, glaube ich, irgendwie eine bei Überschneidung kriegt er Schaden oder irgendwie sowas. Versuche jetzt mit dem Kirax ihm den Weg abzuschneiden, indem ich in zwei Bank fliege. Und mit dem anderen Kirax etwas reinzudrehen und weiter zu bedrohen. Dreierbank sogar. So muss Vessery halt entweder auf den Stein fliegen oder mit dem Bank über mich drüber und letzteres wird er wahrscheinlich dann leider auch tun. Aber viel andere Möglichkeiten hatte ich mit dem Kirax nicht, da er leider ja keine 1 geradeaus fliegen kann. Das ist da ein bisschen ärgerlich gewesen, das Manöver hat mich da ein bisschen gestört. Vessery dreht dahin. Traktorbeam trifft nicht, aber die Primärwaffe, oder das war direkt Primärwaffe, Kirax zerstört. Weiter geht's. G1A in Reichweite für Vessery. Sieht auch nicht gut aus, also muss es der letzte Kirax, der nur noch 4 Hüllenpunkte hat, irgendwie reißen. Und dazu muss ich ihn entweder halt jetzt drehen lassen, U-Turn lassen. Ich entscheide mich für die Ecke um die Steine herum, versuche dann irgendwie da möglichst schnell hinzukommen. Aber ja, Vessery nimmt einfach einen Tagelock auf den G1A, feuert mit dem Traktorbeam, überlegt, ob er das Tagelock benutzt, weil er hat da glaube ich nur einen Hit liegen, lässt das so. Ich weiche aus. Hat wieder die Überlegung, nimmt er einen Tagelock. Ich schaffe es auszuweichen, er wollte seinen Tagelock lieber für spätere Runden behalten. Und somit überlebt der G1A noch eine Runde. Ich kann versuchen mit dem Kirax mit der Zweier-Ecke um den Stein herumzukommen. Aber ob es nun für einen Schuss reichen wird, ist fraglich. Hier habe ich jetzt so ein bisschen darauf spekuliert, dass Vessery eine Ecke fliegen wird und somit dann nicht mehr Sicht hat auf den G1A. Aber er fliegt doch leider nur im Bank und hat deshalb ein schön klares Feuerfeld. Ich gebe alles aus, um den Traktorbeam zu vermeiden. War eigentlich gar nicht so clever, hätte ich gar nicht machen brauchen. Hab da aber viel Glück, dass ich mit einem Doppel-Evade seinem Schuss ausweiche und damit immer noch am Leben bin mit dem Kirax, mit dem G1A, Entschuldigung. Der Kirax nach wie vor nicht richtig in Reichweite. Wird jetzt aber ein schnelles Geradeausmanöver gleich fliegen. Der G1A schafft es natürlich um die Kurve. Nimmt einen Evade. Kirax geradeaus, nimmt einen Fokus. Verpasst dadurch den G1A einen Fokus. Vessery macht hier den U-Turn.
Zielerfassung auf den G1A. Schüsse kommen knapp nicht zustande, leider. So kommt es zu einer weiteren Runde. Und ich bin mit dem G1 eigentlich ein bisschen reißlos. Also ich kann jetzt eigentlich nur versuchen, mit einer Zweiecke ihn den Vessery in den Weg zu stellen, den Kirax irgendwie eindrehen zu lassen, in der Hoffnung, dass wenn Vessery in 4er-U fliegt, ich den erwische. Beziehungsweise ich darf nicht zu stark eindrehen, denn sonst, wenn er geradeaus fliegt, dann kriege ich ihn doch nicht. Ich habe mich sogar umentschieden, da eine Einser-Ecke zu fliegen mit dem G1A. Wie gesagt, Zweiecke wäre möglich gewesen. Wäre vielleicht besser gewesen, weiß ich gerade nicht so genau. Auf jeden Fall schafft das mit Vessery wieder, mit einer Fassrolle, dem Kirax auszuweichen. Vessery da echt eine fiese Sau, also schwer zu begegnen. Schafft es natürlich ohne Probleme jetzt mir den G1A abzufeuern. Und so heißt es, ein Kirax gegen einen Vessery. Vessery auf 2 Lebenspunkten. Ich muss da mit dem U-Turn es riskieren. Er fliegt keinen U-Turn. Zu meinem Glück, damit kriegt er keinen Schuss. Und jetzt muss ich reinfliegen. Und hier auch wieder ein kleiner Entscheidungsfehler. Ich bin zwei gerade ausgeflogen. Ich hätte hier lieber einen Bank fliegen müssen, um mich besser zu platzieren. Denn jetzt habe ich die Schwierigkeit, wenn ich jetzt einen 1er Bank rechts fliege und Vessery geradeaus fliegt, kann er mir in die Flanke rollen. Wenn ich jetzt geradeaus fliege und Vessery macht ein Bankmanöver, kann er mir wieder rausrollen. Ich stehe jetzt einfach nicht optimal. Wäre ich vorher im Bank geflogen, hätte ich jetzt wieder im Bank reindrehen können und Vessery hätte mein Feuerfeld nicht ausweichen können. Das ist jetzt so ein bisschen das Dilemma. Muss da auf Risiko fliegen. Fliegt in 1er Bank. Vessery fliegt selber einen Bank, nimmt Zielerfassung und jetzt ist da die spannende Sache. Trifft er jetzt mit dem Traktorbeam, wird es schwierig für mich. Er hat keinen sehr optimalen Wurf mit dem Traktorbeam, überlegt, nimmt er einen Tagelock. Nimmt er. So, jetzt ist da die Überlegung, wo bringt er mich hin? Er hat jetzt 3 Treffer, ich kann nämlich ausweichen, das war ja auch kein Verteidigungswurf. Er schiebt mich gerade aus. Wir gucken und tatsächlich so gerade eben kann ich ihn am letzten Fitzel noch sehen. Seinen Angriffswurf kriege ich zum größten Teil abgewehrt. Ich bin noch am Leben, feuer zurück und schaffe so gerade eben die 2 Schaden durch seine ja, verbleibenden Lebenspunkte hindurch und kann ihn abschießen. Das war so wirklich ein Fotofinish, super knapp. Viel Würfelei und am Ende Würfelglück auf meiner Seite. Aber ein Einblick in die Atani Boys. Sie haben viele Möglichkeiten, mit den Aktionen zu arbeiten. Sie können im engen Pulk sehr gut arbeiten. Sie haben definitiv gegen so eine Traktorbeam-Sache Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, wie viel Traktorbeam auf dem Turnier gespielt wird. Aber auch dagegen, wenn man halt wirklich viele Ziele dem Gegner vorschickt, er kann nur 1 Traktorbeam, kann es der Rest versuchen, den Traktorbeam loszuwerden. Gegen Elite generell halt einfach recht reizvoll durch die vielen Lebenspunkte und die Möglichkeit halt immer wieder mal einen in den Weg zu stellen, der einfach nur Fokus-Dispenser spielt. Gegen kleinere Pilotenwerte halt geil, dadurch, dass sie einen hohen Pilotenwert im Durchschnitt haben. 5 ist da schon recht gut. Und es sind halt 4 Dreier-Angriffe, die sie von sich geben können. Also der Tani-Schwarm, gutes Potenzial, aber auch nicht die universelle Lösung, hat halt definitiv seine Schwachstellen und ich muss ihn noch mehr fliegen üben, um noch die letzten kleinen Manöverfehler, die ich gerade gemacht habe, auszumerzen. Ansonsten, das war dann die letzte der 3 Listen, die ich jetzt hier in den Videos vorstelle. Der Killerschwarm, der zum Voting steht, ist ja schon ausgiebig gezeigt worden. Ich habe auch einfach nur der Vollständigkeit halber hingeschickt. Da kann ich schon mal vorneweg sagen, der hat so wenig Stimmen. Da muss man nicht mehr weiter für stimmen, glaube ich. Außer da entscheiden sich jetzt richtig viele für. Der wird es wahrscheinlich nicht. Ist aber auch nicht weiter dramatisch. Den habe ich ja ein Turnier lang schon gespielt und damit ausgiebig gezeigt. Eine neue Liste zu zeigen wäre an sich nicht verkehrt. Ja, ansonsten danke fürs Zugucken bei diesem Spiel. Hoffe, es hat einen Einblick in die Liste, beziehungsweise die mit den vorigen Videos zusammen in die Listen gebracht. Und ja, viel Spaß beim weiteren Abstimmen. Wie gesagt, das Voting geht bis Ende des Monats. Links sind auch immer unten in der Beschreibung nochmal mit drin. Und dann bis zum nächsten Mal.